Hallo, ich bin Leonie Beck. Ich erzähle euch heute was über das Ausdauerschwimmen, wie ihr vielleicht eure Technik ein bisschen verbessern könnt, was ihr im Training machen könnt, um eure Ausdauer zu verbessern und wie ihr es vielleicht im Wettkampf umsetzen könnt. Wir schwimmen am Tag so oder pro Einheit so 7 bis 8 Kilometer, manchmal auch 6 in der Taper-Phase, ein bisschen weniger. Und dann kommen wir in der Woche so auf 50 bis 80 Kilometer. Ja, also so eine richtige Sprintgruppe gibt es bei uns nicht. Wir haben Mittelstrecke und Langstrecke, aber die Mittelstreckler schwimmen dann halt auch so manchmal 2 bis 3 Kilometer weniger pro Einheit. Und wenn die dann natürlich später ins Wasser gehen und dann früher aufhören, dann am Beckenrand sitzen und wir schwimmen dann noch unsere Aufgaben, ist es schon manchmal ein bisschen beneidenswert, aber es zahlt sich ja auch im Endeffekt aus und jeder hat seine eigene Strecke, deswegen muss halt jeder für seine Strecken was anderes tun und ja, deswegen, jeder muss sein eigenes Ding machen. Also so eine Ausdauereinheit ist bei uns dann so 100 Meter Einschwimmen erstmal, dann so ein bisschen zum Reinkommen 10 oder 20 mal 50 Lagen oder Kraulrücken und dann kommen 200 Übungen Kraul und dann so, manchmal sind es auch 8000 Meter Arme oder Fingerpedals, dann so 950 Kraul, 50 Rücken. Wir bekommen den Wochenplan immer am Sonntag oder am Samstag zugeschickt, deswegen können wir uns immer darauf einstellen, wann an welchem Tag welche Einheit ist, wann Dauer ist, wann Intervall ist und sowas. Deswegen, man kann sich eigentlich vorher schon ganz gut darauf einstellen. Also ich bin dann nach Würzburg gewechselt und da Würzburg einfach eine Hochburg für Langstreckenschwimmen ist und auch Bundesstützpunkt, wird hier einfach ein bisschen mehr trainiert und dann, ich weiß nicht, das hat mir dann irgendwie gelegen. Man trainiert halt mehr und dann habe ich sogar den ersten bayerischen Titel sogar gewonnen, obwohl ich nicht lange hier war. Und ja, eigentlich alle, die hierher kommen, sind dann nach ein paar Monaten, haben sie schon eine richtig krasse Leistungssteigerung. Wir schwimmen alle Lagen, aber hauptsächlich halt Kraul, vor allem wenn es dann auf die Ausdauer geht. Wenn wir dann so Serien wie 6000 Dauer oder so haben, dann ist es eigentlich fast nur Kraul oder ganz wenig Rücken, aber das ist eher dafür, dass man sich dann nicht so verzählt. Also verzählt habe ich mich schon öfters. Ja, es passiert einfach, sollte eigentlich nicht passieren, weil man immer auf die Uhr schauen kann und dann weiß man eigentlich immer, wie viel, also man weiß ja, wie schnell man schwimmt und dann weiß man automatisch, wie viel man hat. Aber natürlich, wenn man mal, weiß ich nicht, bei lockeren Aufgaben verzählt man sich auch mal, wenn man halt mal nicht auf die Uhr schaut. Im Wettkampf ist es mir schon mal passiert, sogar bei einem Weltcup, bei 800 Meter, da habe ich mich sogar schon mal verzählt, das war sehr peinlich. Ja, da schlägt man dann an und ich glaube, dann schreien die Kampfrichter und der Trainer draußen schreit, schwimm weit. Und ja, aber das passiert jetzt nicht mehr.